Hallihallo, Hallöchen, willkommen wieder zurück beim nächsten Part von meinem Händler-Tagebuch. Um mal so ein bisschen was zu sagen, ich habe zwischenzeitlich etwas am Tage gekauft, deswegen nur 3 kk. Ich habe mir ordentlich Raumzeitkristalle geholt. Ich hatte mir auch ein paar Kisten geholt, ich habe auch zwischenzeitlich ein bisschen was verkauft gehabt. Allerdings mache ich über den Tag halt hinweg nicht so einen Verkaufsstand, also dass ich es nochmal aufnehme, weil es wäre ein bisschen zu aufwendig meiner Meinung nach und die Arbeit habe ich keine Lust mehr zu machen. Müsst ihr verstehen, müsst ihr ja die Zaubersteine, ich glaube, die kann ich vergessen zum Großteil, abwarten, angucken und weiterschauen. Was schaut mit den Kisten hier jetzt derzeit aus? Hier 309.000 sind die billigsten. Die könnte ich mir sogar gleich holen, die glänzenden Silberkisten. Mal schauen. Raumzeit. Preise 2,9 und hier 94 für 3,6. Ist die Sache auch eventuell für 3,4, die verkaufen werde, 3,48, um dann ein bisschen was zu verdienen daran. Ich meine, ich habe es zum niedrigeren Preis geholt, das wird mir ganz gut kommen. Also die Raumzeitkristalle, die ich geholt habe, habe ich für 1 kk pro geholt. Also es ist ein Gewinn, ultramäßiger. Deswegen bin ich am Überlegen. Bei den Eltriten, die lassen sich ja doch recht gut verkaufen, was das angeht. Die hellen, die interessieren mich gerade eher weniger. Die Unbekannten, die nehmen wir auf jeden Fall, die 13,55 kr pro. Wunderbar. Das Item haben wir gekauft, das ist drinne. Yes. Die kaufe ich gerne. Bei Vespiten bin ich mir nach wie vor ein bisschen unsicher, habe ich mich noch nicht so informiert. Das war übrigens ein Auto draußen. Komisch, ne? So klingt ein Auto. Ja, dann gehen wir jetzt zum Kisten zurück und holen uns die 10 für 300.000. Yes. Weil ich kann mir nur 9 davon holen, egal. Die letzte ist mir versagt, ist mir auch egal. Nochmal gucken. Die nächsten 360.000, das ist egal. Dann für 412.000 welche drin. Kann mir auch egal sein. Ich versuche es mir für 500.000 reinzustellen. Ist mir gelungen in der Nacht. Nicht in der Nachtwand, irgendwann, keine Ahnung, als ich es verkauft habe. Machen wir den Marktstand mal auf. Dann werdet ihr, also morgen sollte auch der erste Part rauskommen. Hier hängt ein Markt in der Luft nebenbei. Jetzt nicht mehr. So, Stand eröffnen. Und wir werden wieder die Unbekannten für 140.000 reinstellen. Dann welche für 150.000 davon. Die Upgrade-Rollen 6. 6 für 15.000. Die werden vermutlich nicht weggehen, aber man sollte sein Glück nie unterschätzen. Ist ja immer so eine Sache, ne? So, schwuppdiwupps. Die glänzenden Silberkisten für 500.000. Ja, ich habe schon wieder 27. Unglaublicherweise. Die Zaubersteine einmal für 40.000. Auch wenn ich nicht glaube, dass die diese Nacht weggehen, man weiß es nie. Dann für 50.000. Dann die Raumzeitkristalle nicht vergessen. 3, 4, 8, 0, 0, 0. So, das sind nämlich 194 kk. Würden die alle weggehen? Würden die natürlich. Ist halt die Sache immer. Man muss alles langsam an. Razor Shop. Ups. 6. Yes. Und was kann ich noch reinstellen? Die hellen Eltrite für 99.000 pro. Da sind ja auch ein paar weggegangen. Das ist halt langsamer Verdienst, aber besser als gar nichts. Und wir starten unseren Shop. Und das war's auch schon. Wenn ihr Fragen habt zum Handeln und alles drum und dran, über Preise und alles Mögliche, könnt ihr das in die Kommentare gerne schreiben. Sofern ich es weiß, werde ich es auch beantworten oder auch entsprechend sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. Also, bis heute Morgen, also morgen, 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 morgen. Wir sehen uns dann, ne? Also, auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö. Hallihallo, Hallöchen und guten Morgen. Was heißt guten Morgen? Eigentlich guten Tag, ist 12:20 Uhr. Und ich bin vorher noch aus der Dusche, jetzt, also jetzt gerade aus der Dusche noch schnell und bin jetzt hier und gucke, was ich verkauft habe. Ich weiß es eigentlich schon. Eltritstücke, die 4 hellen, die sind im Neujahr. Aber worüber ich dann noch erfreut bin, ist, wie ihr hier seht, unsere Zaubersteine sind weg. Zwar nichts anderes, aber das ist schon mal der Beweis dafür, dass auch die weggehen.
und nach anderen Sachen blieben unangetastet. Wird seinen Grund haben, muss man halt ein bisschen austesten noch. Noch mal so zum Sagen, ist, die Preise verändern sich auch. Also man musste halt immer auch auf den Markt schauen, sich damit beschäftigen ein wenig. Ich meine, Zaubersteine haben wir jetzt noch 300, 400, 468. Gucken wir mal, was es so gibt, raumzeitmäßig. 2,5 nur für 3 KK könnten wir die Sachen wegkriegen. Ich muss halt noch schauen, wirklich, inwiefern wir ein paar Dinge wegkriegen und inwiefern ich Kisten, die anscheinend für 400, nehmen wir die hier mal mit, die 4 Stück. Für 400.000 haben wir die auf jeden Fall wegbekommen. Das ist die Sache, darüber freue ich mich. Kiste. Eldrit ist für mich ganz wichtig. Für die 100 Hälfte können wir auch für 120.000 loswerden. Ja, das ist so eine Sache, ob ich die nehme. Ja. Die hier könnte ich mitnehmen. Die kriege ich auch für teurer weg, die Türkisen. Die auch für 200.000 pro weg. Ja, man muss halt immer so gucken, also Türkise und dunkle Eldrit sind immer am teuersten. Und ich kann halt mal so einen Überblick über den Markt verschaffen, wie die gerade die Preise liegen. Dunkle sind meistens über 200.000 wert, also für 250.000 sollte man die schon wegkriegen derzeit. Und Leute sich auch immer ausrechnen, Entschuldigung, inwiefern der Profit auch da ist. Und hoffen, können jetzt zum Beispiel die Eldrite für 97.850 da holen, aber dann ist der Profit, wenn ich die für 120.000 eventuell reinstelle, nicht mehr so da. Die Zaubersteine für 30.000 kaufe ich jetzt auch weniger gerne. Bis auf, wenn ich dann sicher sein kann, dass die auf jeden Fall 50.000, 60.000 loskriege. Das ist eben die Sache. Ich meine, man kann die gut und gerne mal aufkaufen, aber man muss dann eben schauen, inwiefern das mit dem Geld hinhaut. Ich gehe das hier lieber langsam an. Was hat man denn noch? Der Spiele wollte ich immer mal vorbeischauen. 144.000. Also für 200.000, denke ich, kriegt man die schon weg. Muss man halt nur schauen. Hier 310.000, okay. Wir waren schon mal für 200.000 nur drin. Einfach mal vorbeischauen, was den Avatar-Bereich angeht. Ja, gut. Da ist gerade nichts großartig Billiges. Am Zubehör würde ich mich auch eher freuen, weil ich damit weniger rechne. Die meisten Leute sehr, sehr vorsichtig. Anstatt einen Kubus Zwilling, der ist viermal siegelbar für 140.000, würde ich vermutlich kaufen. Und für 200.000 rein, 250.000. Hornes Wasserdrachen, ja, ist glaube ich nicht ganz so beliebt. Ist immer so eine Sache mit der Beliebtheit der Sachen. Muss man halt immer schauen. Aber gut, Leute, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein mit diesem Part hier. Sie werden eh nicht immer lang, also ich werde vermutlich mehrere Tage auch mal aneinander schneiden. Gut, also bis zum nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend, wenn ich dann wieder meinen Shop mache. Kommt immer. Welcher soll ich den Skill holen? Grausamer Schlechter. Kenne ich nicht. Keine Ahnung, welcher ist das? Das, ich bin noch. Yes. Sorry. Okay, auf jeden Fall. Bis zum heute Abend. Also, ciao, ciao. Halli, hallo, Hallöchen. Willkommen wieder zum Handelstagebuch. Zum Abend. Gott. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wir wurden zwischenzeitlich die Weisheitszähne rausgenommen. Also nicht wundern. Ich will das nur kurz hinter mich bringen. Ich habe hier ein paar kleine Silberkisten eingekauft. Deswegen haben wir auch kaum Kohle. Wir können uns kurz den Markt angucken. Wie ihr anschaut, ist 0 Uhr. Ist nicht kurz vor 0 Uhr, ist 0 Uhr. Zaubersteine sind auf dem Preis, die sollten gut weggehen. Hier. Ja, sehr schön. Die Preise liegen gut. Da kann ich ruhig 50.000 und 60.000 ausprobieren über Nacht. Eldrite, mal gucken. Ja, weniger gut, aber schauen wir mal später nach. Ne? Bis dahin geht, also unter 150.000 sollte es gehen. Kriegen wir hin. Eine Raumzeitkristall. Also es ist immer wichtig, mal den Markt ein bisschen anzugucken vorher. 2 Millionen, der geht eh bald weg.
Die hier machen mir so ein bisschen Sorgen. Da müssen wir drunter bleiben unter den von der Freie. Hier wird auch vermutlich die ganze Nacht online bleiben, nehme ich an. 3, 4, 9, 9 einfach unterbieten und dann hoffen. Kisten haben wir noch anzubieten. Gucken wir mal. Ja, 257. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt glänzend, aber für 400.000 können wir die reinsetzen. Machen wir dann mal. Der hier Lucra hat die 411.000. Müssen wir unter ihn setzen. Ist immer ganz wichtig, nochmal nachzugucken. 398.000, dann haben wir den unterboten. Das sollte dann auch gehen. Dann haben wir den Shop gleich und dann bin ich mal gespannt, was wir so über Nacht verdienen. Juhu. Mal gucken, also ich setze für 40.000 welche rein. Für 50.000 welche rein. Weil das so schön über Nacht eigentlich geklappt hatte, setze ich auch welche für 60.000 rein. Einfach um direkt den Nachschub zu haben. Hier hat nur gesagt 389.000. Einfach um denjenigen mal zu unterbieten. So, super. Die unbekannten Eintritt setzt für 154.000 rein diesmal, weil die da halt ungefähr die Grenze ist. Muss ja auch mal sein. Und hoppla, hopp, dann haben wir noch eine Seite frei. Materialien, yep, da hatten wir ja. Genau. 348.000. In der Hoffnung, dass was weggeht. Ansonsten, was kann ich noch verkaufen? Die hier werden vermutlich weniger weggehen. Die hier für 199.000 einfach mal reingesetzt. Sind auch ein bisschen Kohle. Und die Christine noch. Die wird vermutlich nicht weggehen, weil die Freya, oder wie sie da heißt, die drin hat, aber abwarten. Ich glaube, das eine, die steht die ganze Nacht. Entsprechend abwarten. Man muss sich halt auch immer angucken, die Leute, die auch über Nacht stehen bleiben. Es gibt da mehrere. So, Razer Shop M6, das steht wunderbar. Was Ausrüstung und weiter angeht, kann man häufig zu 200.000 bis mehr, 300.000 verkaufen. Die Boss-Drops auch häufig mal ein bisschen mehr. Also die Kisten-Sets-Sachen sind häufig mehr wert. Also wir schauen mal, was wir da verdienen mit. Wenn wir die hier mitkriegen, dann haben wir schon gut verdient wieder, weil die tagsüber doch billiger sind, wie wir gesehen haben. Entsprechend, also wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Ich werde mich jetzt auch gleich hinlegen. Ich bin fix und voll. Foxy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch nochmal gucken will. Mal gleich in der Aufnahme. Hier ist es bei 10 Minuten ungefähr, wird das dann sein, das Video. Mal gucken. Vielleicht lade ich es mit hoch. Also auf Wiedersehen, Baby. Und tschüss, bis morgen früh. Denke ich mal. Also, bye. Ja, halli, hallo, hallöchen. Ihr wundert euch bestimmt, warum nicht morgens früh. Ja, es war so, dass keine Verbindung zum Server war. Dann ist wieder spät und ich mache gleich meinen Shop. Entsprechend haben wir wenig verkauft, weil ich einfach geflogen bin. Auch ein bisschen spät für den Shop, aber ich mache trotzdem mal einen. Ich schaue mal nach. Ja, die Preise für Zauber sind jetzt gerade nicht so prickelnd. Da sah das gestern schon besser aus. Also das Typische, das wiederholt sich halt einfach, dass man immer mal wieder so auf den Markt schaut und sich an den Preisen orientiert. Hier sieht man, dass derzeit die Eldrite sehr gut zu verkaufen sein dürften. Aber man hier beobachtet gar keine Unbekannten. Der Eldritmarkt ist so gut wie leer. Das gefällt mir. Raumzeit, genau. Gucken wir, ist das billigste 3,5? Das ist ein bisschen. 3,4 ist es. Wie schaut es denn mit den Kisten hier aus? Glänzen sie wirklich mit. Ja, Kann man nicht alle leisten eigentlich? Können wir uns glaube alle leisten. Die nehmen wir mal mit. Dann haben wir das Monopol. Ich wollte, dass ich ein bisschen leise bin. Bin doch ein bisschen erschöpft. Noch. Aber das wird ja schon. Markt 6, also. Diese Nacht könnte es was werden. Mit einem guten Verkauf. Mal sehen.
Also wichtig sind auf jeden Fall die unbekannten Treter. Die machen wir auf 150.000 diesmal. In der Hoffnung, dass die zu dem Preis weggehen. Sollte ja doch ganz gut gehen. Hier muss ich gucken, die Zauberstände, denke ich, gehen weniger weg, aber muss man schauen, muss man gucken. Man versucht ja sein Bestes, um auch auszutesten einfach. Und man wird auch ab und an wirklich überrascht. Das ist eben die Sache, um diesen überrascht werden, das ist wunderbare beim Heim 3390. So, und trotzdem noch genügend Gewinn. Hier die Kisten, die stellen wir für 500.000 rein wieder. Ich möchte das gerne mal ausprobieren, ob die dafür weggehen. Cool wär's auf jeden Fall. Die hellen stellen wir für 99.000 rein. Die hier für 199.000. Ah nee, ich brauche ja noch die plus die Rolle. Für 50.000. So. Und dann machen wir den Shop auch gleich auf und hoffen, dass morgen früh dann da was verkauft wurde. Räder Shop Ember 6 und Verkauf startet. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so abstürzt wie letzte Nacht. Also bis morgen früh dann wieder, ne? Also tschüss.